Drei wunderschöne Angriffe reichen Borussia Dortmund, um uns mit 3:1 zu besiegen. Weidenfeller bester Spieler. Mit einer 1,0. Lasogga macht unser Tor, was uns aber nichts bringt. Na gut, wir gucken mal Ergebnisse. 2 Punkte vor Bayern. Die gewinnen mit 7:0 gegen 1860 München. Was sagen wir denn hier? Wir wollten eigentlich einen Punkt mitnehmen, aber wir haben das Spiel durch einige individuelle Fehler wieder entschieden. Borussia Dortmund hat den Ball schnell und gut laufen lassen. Meine Mannschaft ist nicht zwingend in die Zweikämpfe gekommen. Der Sieg war verdient. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und zwar stimmt das sowas von. Naja. Weidenfeller auch in der Elf des Tages. Lasogga trifft wieder. Auf Platz 3 ist er weiterhin. Kurani hat 17 Tore und saß trotzdem nur auf der Bank. Aha. Okay. Draxler immer noch viertbester Spieler. Kraft, Kukurin lange. Kukurin hat heute auch wieder Chancen versammelt über Chancen. Gomez rote Karte. Wieso das denn? Wieso das denn? Schweinsteiger gelb gesperrt, Boateng. Aha. So, gegen wen spielen wir denn jetzt als nächstes? Gegen Hannover. Das sind Elfter, okay. So, Verletzungen. Hier 4 von Schalke verfahren. Hüntelaar, Ballack und Dirk. Cyprian und Dirk. Das Duell. Gewinnt ganz klar Kagawa. Hat auch ein Traumtor gemacht. Ja. Highlights, was haben wir denn hier? Ja. Was ist das denn hier? Götze, ja, toll. Ansicht, ja. Ich hätte hier die Tore gerne. Oder so. Das ist Lasogga, das war auch so eine Riesenchance, ne? Ja, haben wir denn hier nicht irgendwie die Tore oder so? Hä? Ah, ich verstehe es nicht. So, weiter. Oh, jetzt geht's ins Halbfinale zu Hause gegen Everton. Oh, 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 oh. Wir haben uns ja richtig eingeschossen hier für das Spiel. Kukurin erreicht neue Erfahrungsstufe. Das ist ja toll. Das ist ja klasse. Stefan erzielt 2 Tore. Wow. Was für ein Stürmer. Seine ersten beiden Tore. Klasse. Klasse, klasse, klasse. So, was haben wir hier? Florian Riedel. Der war mal bei uns. Geht jetzt zu Memmingen. Ist auch toller Verein. Scott Brown. Hollibas war mal bei 1860 München. Samet Yesil wird ausgeliehen. Kommt er wohl zu uns? Das ist ja cool. Das ist ja cool. Oh, Autosave. Oh, ich hasse Autosave. Gelegenheit, sich mal wieder so richtig auszuhusten. Und wir schauen mal rein in die Ergebnisse von Everton. 1:1 gegen Alkmaar, 1:0 gegen Maribor, 3:0 gegen Nicosia, 2:1 gegen Nicosia, 0:1 verloren gegen Alkmaar und dann 4:1 gegen Maribor, dann 2:0 und 2:1 gegen Thessaloniki durchgesetzt. Wieder gegen Alkmaar gespielt, 3:0 und 6:2 gewonnen und jetzt Toulouse rausgeworfen mit 2:1 und 3:0. Papis Demba Sisse. Ja, die sind auch gut alle. Und Senna, gurkt der immer noch auf einer 7 rum. Aber Höger ist wieder fit. Boah, rein damit. Schulz, der ist ja, hat ja richtig einen Sprung nach oben gemacht. Das ist klasse. Ist wieder auf eine 70 rauf. Das gefällt mir gut. Super letztes Spiel. Gewinnt 5 Moralpunkte. Aber dass es dem wieder gut geht, das ist natürlich klasse. Dass es dem gut geht, ist natürlich gut. So. Erstmal in die ungelesenen Nachrichten rein. Yesil kommt. Haben wir ja, glaube ich, auch eine Kaufoption gesichert. Einen können wir aufbauen.
Scouting abgeschlossen. Türe. Da wollte ich auch noch mal reingucken. Habt ihr mir auch gesagt, ich soll den verpflichten, aber guckt euch das mal an, eine 72. Was soll ich denn mit dem? Der spielt bei Hamburg nicht. Hat er noch nicht ein Spiel gemacht. Die gesamte Karriere, 0 Spieler, 0 Tore. Ja, das... Nee, liebe Leute, nee. Das bringt uns doch nichts. Das bringt uns gar nichts. Aber wirklich gar nichts. So, erste Mannschaft. Ja, ist jetzt ärgerlich, dass er uns da fehlt, weil wir müssen ja defensiv spielen, auf jeden Fall. Weil wir kein Gegentor kassieren dürfen. Also, ne, wir... Wäre gut, wenn wir keins kassieren. Gut, was machen wir in der Taktik jetzt? Immer bei Führung. Ja. Siegprämie 20.000. Würde ich sagen. Anweisungen stimmen auch. Das stimmt auch. Teamvergleich. Ein Stürmer. Zack. Der noch dazu. Zack. Sam. Sydney Sam. Haben die sich auch geholt. Klar, Kaishinga. Ich kann mich noch erinnern, der hat vor 2-3 Jahren noch bei Kaiserslautern in der zweiten Liga gespielt. Hier 2010, ja genau. Vor 2 Jahren. Da war der auch so richtig gut und dann ist der wieder zu Leverkusen gegangen. War die Leihe zu Ende? Ne, dann wurde er gekauft vom HSV, genau. Genau. Ah, das war auch ein super Spieler in der zweiten Liga. In der ersten Liga fehlt ihm so ein bisschen was, ne? Duffy. Wer ist denn das? Duffy. Sean Duffy. Phil Jagielka. Ja, die sind schon alle gut. Auch hier Tim Howard. Klasse Torwart. Es könnten richtig harte Partien werden. Richtig harte Partien, Alter. Aber so richtig. Gut trainiert von Emre Can. Hanno Burg. Ja, können wir nichts sagen. Hier, du hast gut trainiert. Sebastian Lange. Reitmeier. Können wir nicht reden. Sörensen. Auch nicht. Kukurin. Du hast gut trainiert. Du musst treffen heute. Am besten gleich 5-mal. Benatira. Hat auch gut trainiert. Klasse. Torun. Ah, können wir nicht mehr. Benatira jetzt eine 81. Okay. Das ist gut. Hertha, was tun? Ja, auch so gut wie in die zweite Liga abgestiegen. Naja, jetzt soll Ralf Rangnick wohl kommen. Auch wenn sie in die zweite Liga absteigen. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Eine 75 hat er jetzt, alles klar. Also, hätte er, als ihr wisst. So. Nur noch ein grüner Gegner. Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit. Ja, ja. Und wir haben so ein junges Team. Mir wurde auch gesagt, ich soll Isaksson mal spielen lassen. Aber ich frage mich, warum denn? Warum soll ich den denn spielen lassen, bitteschön? Der hat eine 64 und er hat eine 81. Ja, hallo? Gut. Wir sind hier Schleifer. Sehr interessant. Wert können wir durchbringen. 8,5. Der kann raus. Den werden wir uns nicht holen. Pape Abdul Kamara. Sind schon ein paar interessante drin. Hier Fernandes wird jetzt wohl gescoutet als nächstes. Habt ihr auch gesagt, er soll gut sein? Ich schaue mir den mal an. Und dann sehen wir uns morgen wieder im 3D-Spiel. Jawohl. Und dann gewinnen wir mal wieder. Haben wir auch gegen Villarreal gewonnen. 5:2. Ja, das packen wir, liebe Leute. Das packen wir. Bis morgen. Ciao.